So, ich begrüße euch bei der zweiten Folge von City Skylines. Ihr seht, wir sind jetzt ein ganz kleines Stückchen weiter und selbst die erste war ja nicht direkt am Anfang. Das Problem daran ist ganz einfach, dass ich die Aufnahmen ziemlich verkackt habe. Was unschön ist, ja. Und bis ich das alles erledigt hätte, habe ich mir gedacht, ey Leute, da das eh erste Staffel ist und es hier nicht irgendwie um Story-relevantes Zeug geht, wird das schon passen. Hier lagern wir mal aus. Erleerung. Ach so. Es wurde gerade geleert. Schau mal einen an. Ich muss unbedingt die Dinger hier nach da unten verlagern. Die schrotten mir den gesamten Boden. Da will doch keine Sau wohnen. Das Ganze als Sozialwohnung kannst du das verscherbeln. Das Ganze gar niemandem verscherbeln. Ein Obdachloser zieht da nicht hin. Also, das ist wirklich, also, da will ja keiner wohnen. Ah, super. Ein Haus weniger. Die ziehen schon aus. So, und die brauchen natürlich Wasser, sonst kriege ich überhaupt nichts hin. Dreh- und Angelpunkt hier. Wasser, wie im echten Leben auch. Eine der wichtigsten Sachen überhaupt. So, jetzt habe ich mir hier einen Kreisverkehr hingestellt und habe gedacht, hey, komm, das dürfte doch mal eine ganz nette Abwechslung sein. Ein bisschen mit Kreisverkehr arbeiten. Und dann könnte ich einspurig alles schön hier frei, so wie ich möchte. Ah, direkt neben der Zugbahn, ne? Ja, ich weiß, was ich hinbaue. Fürs Erste bleibe ich ja von da unten weit weg. Wasser als allererstes, bevor sich irgendjemand beschwert und mir schlechte Laune bringt. Das will ich nämlich nicht. Ich brauche einfach das hier hin. Und den Rest haue ich mit Wohnungen voll. Aus der Nachbarwohnung kommt ein komischer Gestank. Na toll. Aber da das sehr, sehr selten ist, also die Leute, wie man sieht, sind auch super glücklich. Allgemein eine sehr gute Zufriedenheit. Ich sehe halt nie wo, oder was heißt nie, ist übertrieben, aber ich sehe keine von den Icons. Das bedeutet, es sind super große Einzelfälle. Und sobald ich sehe, versuche ich es halt irgendwie zu kompensieren, indem ich halt umbaue. Hier ist 69% voll. Hier habe ich direkt Müllverbrennungsanlagen hingesetzt. Eigentlich sollte ich voll auf Müllverbrennungsanlagen umrüsten, ne? Die haben halt nichts geladen. Ne? Also die kommen zurück und haben nichts geladen. Ach so, das wird ja geleert. Ich würde sagen, dann leeren wir die beiden. Hauen hier zwei von den Müllverbrennungsanlagen danach hin. Die eine ist zumindest noch nicht so stark in Nutzung. Und verzichten ab jetzt komplett auf, zumindest vorerst, auf Mülldeponien. Hier habe ich eine von den Verbrennungsanlagen hingesetzt, wird aber noch nicht so stark genutzt. Hauptsächlich eben wegen den Leuten hier. Ich könnte das Verkehrsaufkommen halt noch erhöhen, indem ich halt hier auch noch Industrie hinhaue. Und das ist auch das Einzige, was Sinn macht, weil das ist Industrie. Es ist ganz einfach Industrie, egal wie du es nimmst. Und es geht hier einfach auch um Geld. Es geht hier viel um Kohle. Und da meine ich nicht die Kohle, die man irgendwo sich herausschürfen kann, sondern da meine ich mein Pling Pling, meine Pinke Pinke, mein Geld. Und das will ich natürlich haben. Und ich muss hier weiterkommen in der Stadt. Und von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich könnte hier noch eine Straßenverbindung machen. Oder hier. Das ist eigentlich eher was Sinn macht, meiner Meinung nach. Hier rüber. So eine kleine Straße. Und da setze ich das hier hin.
Ich werde später auch noch ein bisschen umbauen müssen. Und vielleicht wird es auch eine ganz neue Stadt dann, weil ich wirklich, das ist jetzt eine Lernstadt. Also ich hatte vorher schon im Kopf, hey, ich baue es auf jeden Fall so hin, dass Industrie wegliegt von der Stadt. Nur halt, wie ihr seht, hier kleinere Gebäude und größere, alles zusammen. Windturbinen direkt in der Nähe, die halt einfach Geräusche produzieren. Und zwar in einem relativ großen Umfang. Strom ist genug da, Wasser ist genug da. Das funktioniert alles gut. Ich habe ein ganz großes Problem auch mit dem Verkehr. Obwohl ich natürlich mit Absicht umgerüstet habe auf möglichst viel U-Bahn-Verkehr auch. Nur am Ende, wenn es nicht gescheit genutzt wird, was hilft es dir dann? Hier fehlt auf jeden Fall eine Station. Aber hauptsächlich fahren hier halt LKW. Wobei auch die Personen herkommen müssen irgendwie, ne? Das sollte man sich überlegen. Ich setze die... Wo habe ich denn hier? Hier habe ich eine Station. Ich setze die hier hin. Und die sollte ich doch eigentlich mit dem Rest verbinden können. Sollte doch machbar sein. Ne, ich hätte es gerne so. Ja, das geht. Und dann so. Und so. Wunderbar. Da oben habe ich noch gar keine. Und eigentlich will ich auch da oben meine Leute haben. Das heißt, ich baue auch hier oben noch eine hin. Wo habe ich eine Station? Wo habe ich eine Station? Eigentlich direkt beim Bahnhof. Oder ich mache sie hier hinten hin. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Wenn ich sie beim Bahnhof hinstelle, aber hat es hier viele... Ja, hier hat es viele Leute. Die Frage ist auch viele Touristen. Das kann ich doch nachschauen. Wenn ich hier auf den Bahnhof drücke. Bediente Passagiere. Ihr habt das doch irgendwo mal gesehen. Irgendwo stand der Unterschied zwischen Touris und hier wohnen. Warum sollten Touristen dahin gehen, wo... Na, das macht ja keinen Sinn. Da habe ich ja hauptsächlich... Ja, nichts zum Sehen, ne? Also, das ist ja dämlich. Ich setze es mitten rein. Wobei, hier laufen nicht viele Leute. Und Autos kann ich mit einer U-Bahn schlecht transportieren. Und da ich eh hier weiter noch expandieren werde... Ach, komm. Notfall noch eine zweite irgendwo noch. Oh, ihr werdet überstehen, dass unter euch eine U-Bahn ist. Buhu. Hättest du die auch da üben hinbauen können? Nee. Also. Und dann die Anbindung von hier nach da. Außerhalb der Stadtgrenzen. Na super. So. Jetzt aber. Oh nein, ein Gebäude ist abgebrannt. Das finde ich nicht gut. Dann einmal das hier weg. Und einmal das Gebäude abreißen. So. Ist denn hier die Feuerwehr verfügbar? Na, das ist Krankenhaus. Das interessiert mich im... Also... Also die sind doch super bedienbar hier. Die sind 1 Meter. Also die können zu Fuß, könnt ihr hier hin. Ja,
So. Brauche ich noch ein fettes Krankenhaus hin. Leckt mich doch alle am Arsch. Das sollte reichen. So, und jetzt hier Einäscherung von Personen. Mehr Kohle habe ich auch gar nicht. Ach, was ich schauen wollte, ist Feuerwehr. Die kommen hier nicht hin, ne? Da oben brennt fast nichts. Da brennt es, aber da sind wir in einem Gebiet, da geht's. Da kommen sie hin. Da sieht's auch so, ne, nicht ganz perfekt aus. Aber vor allen Dingen hier brauchen wir eine. 12.000 gibt mal Tempo hier. Ich muss jetzt Geld machen. Ja, schon. Wöchentliche Einnahmen sinken. Uiuiui, die sinken aber schnell. Oh verdammt, die sinken so schnell. Okay, sie gehen wieder hoch. Alter Schwede, ich dachte schon, was ist los? Einmal Feuerwehrstation hier. Also der wird doch wohl... Also... Wenn es hier brennt, wird er doch... Ich fass es nicht. Wie kann das wahr sein? Noch 70% voll. Immer noch. Alle drei fast auf Maximalbetrieb. Weil sie halt das hier wegäschern müssen. Na schön, na schön, na schön. Was U-Bahn angeht. Sollte ich eigentlich von... Ja, die wird nicht genutzt, siehst du, ne? Von hier aus... Eine Linie hier rüber. Und dann hier rüber. Dann hier hoch. Ist jetzt halt die Frage einmal komplett rum. Ja gut, wo soll er umdrehen? Ist eigentlich die Sache noch. Jetzt auch noch eine Station. Die werden wir sicherlich hier überspringen. Und hier dann abschließen. Jut. Möglichst überall einfaches Verkehrsaufkommen minimieren, ne? Okay, irgendwo kommt das Wasser nicht an. Kann nicht sein. Da kommt der Strom nicht an. Ja, schau mal einer an. Aber Wasser. Strom, Strom, Strom. Lass mal einmal Stromnetz hier entlang laufen. Und dann hier entlang. Ach Leute, kommt schon. Geht doch. Und zack. Jetzt ist es daran angeschlossen und die sollten keine Stromprobleme mehr haben. Jetzt fehlen die Arbeiter. Ja, und da ist die Nachfrage groß nach Personen. Boah, scheiße, wie groß ist da der Rand, bitteschön. Ich hoffe, dass es sich nicht noch weiter rauszieht. Jetzt habe ich mir gedacht, das funktioniert hier alles ohne Probleme. Und schon kommt das nächste Problem. Super. Ach, hier im Kreisverkehr läuft es ganz okay. Dann kann ich hier eigentlich auch eine ganz normale Straße noch hinbauen. Die nach da hinten geht. Und die von hier nach da geht. Und von da nach... Da. Sehr schön. Jetzt brauchen wir als erstes noch Wasser. Zapfe ich direkt an.
Zack. Schöner Kreislauf. Gefällt mir immer am besten. Jetzt Wohnraum. Klein oder groß? Wir sind eine große Stadt. Wir brauchen große Teile. Ich habe nicht noch keine Ahnung, wie es aussehen soll. Ich würde gerne irgendwo auch so kleine Dörfer hinbauen. Aber desto kleiner ich halt baue, desto weniger kommen die Leute. Also ich sehe nicht den Vorteil von kleineren Gebäuden. Vielleicht macht es die Leute glücklicher, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Da hat leider niemand was zu gesagt. Ich könnte hier eine etwas schnellere Anbindung machen. Wenn ich das hier... Nein. So. Weiter runter verlaufen lasse und dann hier... Ach, komm auf. Geht doch. Dann kommen die schneller dahin, wo sie hin müssen. Und es herrscht oben ein niedriges Verkehrsaufkommen. Wobei, hier ist eh kein Problem. Ich sehe insgesamt zu viele Busse. Sind die wenigstens voll? Ja, sie sind voll. 6 von 30 ist wiederum nicht voll. 30 von 30, das schon. Die Straßen sind so dermaßen voll. Hier oben die Mülldeponien. Langsam werden sie kleiner. Und hier wird verbrannt. Das gibt's gar nicht. Sorgt aber für Strom, hey. Gut für mich. Da sind ein paar weggezogen. Zack, zack. Ich blicke das Straßensystem bald selber nicht mehr durch. Aber hier ist weniger, also es klingt blöde, aber es ist weniger Verkehr als vorher. Es staut sich nicht so 20 Kilometer nach da hinten raus. Wobei doch irgendwie schon, bis dahin zumindest. Wobei, ich fahre jetzt los. Ich fahre jetzt los. Komm halt nur bis dahin. Dann staut sich wieder hier zurück. Ja, ist immer noch zu viel. Hier, den Verkehr hier brauche ich. Ich muss echt mal schauen, wie die Fahrzeuge stehen. Ob sie rechts abbiegen, ob sie geradeaus fahren. Weil hier, wenn man sich zum Beispiel anschaut, fährt ja fast keine Sau links oder geradeaus. Was mir das sagt? Relativ einfach, hier will keiner rausfahren. Nee. Was es mir sagt, Hauptverkehrsader ist hier rüber. Und dann hier unten entlang. Und wenn es hier geradeaus weiter ist, ist es mir ehrlich gesagt Wumpe, aber die biegen alle rechts ab. Was gut ist, weil nämlich hier habe ich meine dreispurige Straße und dann geht es bis dahin. Das ist ein normaler Verkehr. Das ist zu viel. Ich muss mir was überlegen für noch weniger Verkehr. Etwas ist in Ordnung. Aber das ist alles zu viel, das ist alles zu viel. Aber ich habe es geschafft, LKWs herauszuhalten aus den Städten. Während man hier noch LKWs sieht, beziehungsweise vor allen Dingen hier, ist es hier weg. Hier fahren wirklich die... Naja, alle LKWs fahren hier dann... raus. Oder weg. Oder irgendwo hin. Aber nicht dahin, wo ich sie nicht haben will. Ich weiß, es klingt total bescheuert. Und das ist es auch. Und trotzdem. Passt tut's. Oh. Da wird einer auf den anderen warten müssen. Yep. 20% geladen. Ist ja nix. Hier Personen, 20 von 240. Hier könnten viel mehr Leute, könnten... Also, wirklich, kann ich dir nicht kostenlos anbieten, den Zugverkehr? Fahren eh keine mit. Fahren eh keine mit.
Besteuerung. Hightech-Wohnhäuser. Verwandle Wohnhäuser in viele angesagtere Smart Homes, was ein Wohnrichtwerk um sie herum erhöht. Hochhausverboten, nö. Stört mich alles nicht. Bildungsschub, nö. Habe ich alles. Freizeitnutzung. Kostenlosen Nahverkehr. Erhöhten Nahverkehrsbenutzung. Ist Zugfahren Nahverkehr? Eigentlich ja teilweise. Also wenn ich jetzt... Keine Ahnung. Die U-Bahn nutze. Und zwar von einem zum anderen Spot, sagen wir 2 Kilometer. In einer Stadt. Dann ist es Nahverkehr. Gilt auch für Züge. Kurzstrecken eben. Aber wenn ich jetzt von Hannover nach Stuttgart fahre, dann ist es sicherlich kein Nahverkehr mehr. Nur zahlen tue ich für all diese Züge. Und vor allen Dingen habe ich hier ein Problem. Schätzelchen, ich habe hier ein Problem. Das ist nicht gut. Das muss ich doch irgendwie lösen. Nee, es steht einfach alles. Ah, einer hat sich aufgelöst. Okay, hier ist ein Spot, der ist nicht gut. Ich muss hier zwischen nochmal einen machen. Ob es das bringen wird, ich habe meine begründeten Ängste, glaube ich. Toll. Ist natürlich ein super System, wenn sie die Gleise nicht mit anbinden. Ich meine, die Gleise, die stehen jetzt da, so wie sie lustig sind. Oh, hast du mal Gleise hingestellt? Stehen jetzt da, ne? Ist dort nicht schön. Nein, ist es eben nicht. Genau das ist der Punkt. Kann ich das nicht ein bisschen höher machen? Nee, kann er nicht. Gefällt er nämlich zu steil. Sind ja immer noch Züge. Okay, dann lass mal sehen von hier aus. Geht doch. Ja, jetzt sind sie angebunden. Das ist doch super. Super ist das. Glaube ich zwar immer noch nicht, aber was soll's. Wie sieht's denn mit der Polizei aus? Da habe ich schon ewig nicht mehr nachgeschaut. Ist gesichert, ist sicher. Alles ist sicher. Gut, bin ich zufrieden. Passt. Muss ich nichts machen. Ah, dich reiße ich mal ab. Da ist es halt auch so ein Problem. Wenn du eine Doppelkreuzung hinstellst. Läuft halt nicht so, wie ich das will. Doppelkreuzung ist immer ein Problem. Ein großer Kreisverkehr passt nicht mal ansatzweise hin. Und ein kleiner, darüber müssen wir nicht reden. Was, was, was? Wasserengpass? Ach so. Hier fließt kein Wasser lang. Deswegen. Entschuldigung. Sollte jetzt geregelt sein. Na, Leute ziehen schon aus. Da reiße ich die Buden halt kurz mal ab. Nachfrage nach Wohnraum. Nur noch plus 41. Okay, gerade war es bei plus 4. Plus 41 jetzt. Das ist schon besser. Aber nicht gut. Hier wird nicht abgeholt. Das ist vor allen Dingen nicht gut. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das löse. Also dieses letzte... Also... Dieser letzte Kack ist es doch.
Wo gedenkt der, dass ich das reinsetzen soll? Hm? Was stellt der sich vor? Ja, ich kann hier oben noch einen hinsetzen. Wasseranbindung ist schon da. Ich müsste die Straße eigentlich verbinden. Da sie aber eh schon die Kreuzung hat, stürzt mich ehrlich gesagt nicht. Kein Problem. Können wir verbinden. Und zack. Was für eine tolle Stadt. Allgemein kriege ich relativ viel Lob. Minus. Minus. Die Leute sterben mir weg. Das ist doch mal gar nicht gut. Kann ich doch hier direkt ein paar neue Wohnräume herzaubern. Verscheiße mich doch. Eigentlich von hier aus noch eine Straße hier rein. Gefälle zu steil. Habt ihr sie noch alle? Ah, Mann, Mann, Mann. Also das kann ich nicht bringen. Das ist Staugarant. Also wenn ich unbedingt Stau haben will, mache ich genau das. Das hier könnte funktionieren. Was haben wir hier eigentlich? Ne, das wollte ich nicht. Das hier. Eine Feuerwache, okay. Ja, die kann ich stehen lassen. Das ist kein Problem. Ich brauche einen Wohnraum. Möglichkeit nicht, zumindest noch nicht da. Hier kann ich was hinbauen. Hier leider nicht. Was halt alles hier mit reinzieht. Ist schrecklich, ist das. Kann ich da nicht einfach ein bisschen separieren? Das geht nicht. Ich kann nicht einfach hier oben. Ah, ist das blöd. Also ein bisschen Platz lassen. Ich kann es hinbauen und danach wieder wegreißen. Ja, aber nur das Ganze. Das ist doof. Das ist doof gemacht. Egal, gibt Tragischeres. Wasseranbindung, natürlich. Das ist zum Beispiel tragischer. Eine fehlende Wasseranbindung. Gar nicht gut. Und schon läuft's. Aus der Nachbarwohnung also wieder ein Toter. Nur wo? Die Seeresidenz. Ja, so kann man den Scheiß auch nennen. Ach, ganz gut besucht. Mir laufen ehrlich gesagt zu wenig Leute in der Stadt. Alle nur mit dem Auto unterwegs. Schlimm ist es. Ihr habt 1 von 6 in Nutzung. Und ungefähr, ich weiß nicht, glaube 500 Meter von euch brennt eine Hütte. Was macht man dann? Ihr seid die inkompetenteste Feuerwehr des Planeten. Aber es kann doch nicht wahr sein. Ja, lass mal das Haus halt abbrennen, ne? Also, ne? Hier. Und das ist genau der gleiche Witz. Hier türmt sich der Abfall. Welcher türmt sich? Wieso ist dafür keine Anbindung zur Verfügung stehend? Ich baue jetzt eine dreispurige Straße von hier nach da. Könnt ihr mich doch alle mal kreuzweise... So, kriegt ihr es jetzt hin, das hier zu besuchen?
Polizei, Feuerwehr. Nein, Feuerwehr kriegt es immer noch hin. Das ist unmöglich. Unmöglich. Kann man nicht. Geht nicht. Wieso? Man biegt hier ab, fährt hier hoch und ab geht's nach rechts. Nein, geht nicht. Keine Chance. Geht einfach nicht. Geht nicht. Nein, geht nicht. Okay. Die Frage war auch, wie können die bitteschön da leben? Du kannst ja nur hier rausfahren. Rein kommst du nicht. Jetzt schon. Ah, natürlich. Das ist immer noch eine Einbahnstraße. Also das heißt, wenn ich hier eine doppelspurige baue. Ich muss die Straße abreißen. Zack, 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 zack. Sorry, Leute. Baut doch nicht gleich ab. Das muss gehen. Das ging bisher auch. Anbindung war doch bis vor einer Sekunde war sie doch noch da. Ihr habt doch einen Schuss. Ich weiß, dass es geht. Es muss gehen. Es ging bis vor Sekunden ging's. Anbindung hier rüber. Das ist halt auch ein Problem. Das ist nur eine Einfahrt. Das bedeutet, der LKW muss hier komplett einmal außenrum. Ja. Hier einfach. Hier kann man links abbiegen, rechts abbiegen. Das ist gut. Dann reiße ich nochmal eins ab. Also wirst du es doch wohl hinkriegen. Hier. Also. Dankeschön. So. Jetzt kann man Häuser hinstellen. Bis du schwarz wirst, kannst du jetzt Häuser hinstellen. Ah, und es ist aufgeteilt. Wobei, da unten nicht so ganz. Nicht zu meinem Wohlbefinden auf jeden Fall. So, jetzt müssen die auch keine 30.000 Kilometer mehr fahren. So. Jetzt kümmern wir uns als nächstes noch um Wasser. Direkt wieder die Anbindung hier rüber. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Irgendwie totaler Automatismus. Und dann muss ich jetzt nicht die drei noch abreißen. Weil ich hier eine Zwischenspur hinkriegen muss. So, das tut mir echt leid, Leute. Habe ich auch schon mal besser gesehen. Strom, naja, wird bald kommen. Nicht so ungeduldig. Da können wir noch eins hinbauen. Hohe Nachfrage nach Dienstleistung. Kann ich halt nur bis hierhin gescheit hinbauen. Weil ich unten ganz einfach die Müllverbrennungsanlage habe. Irgendwo muss sie stehen. Das sieht halt nicht gerade gut aus. Also wenn das 12 Megawatt Ausgangsleistung hat. Ist schon mal super wenig, aber gut, der Müll verbrennt ja von selber eigentlich. Gefällt mir eigentlich nicht so. Extrem hohe Müllreserven. Eigentlich müsste das doch an den Strom angeschlossen werden. Und jetzt überlegt mal, was es nicht ist. Richtig, am Strom angeschlossen.
So. Bin ich noch die beiden? Na, kommt später. Irgendwann mal. Vielleicht. Auch nicht. So. Dann Häusle. Häuslebauer hier. Das verbreitet sich da immer mehr. Kann jetzt das Zeug abgebaut werden? Okay, Illuminate nehmen nun neue Aufträge an. Das ist aber schön. Die sind alle verbunden. Hier sehe ich Stromnetz. Eigentlich müsste man doch hier nicht hinkommen. Halte ich das einfach nur rausführt. Das ist natürlich ebenfalls nicht gut. So. Gut, so gut ist es auch wieder nicht. Sieht nämlich hässlich aus. Ich hoffe, das zählt als Einfahrt überhaupt. Ist ja per se keine... Das hier ist Autobahn. Ach so. Ja, schau mal einer an. Ich lerne dazu, wie man sieht. Autobahn. Ganz einfach. Dafür ist die scheiß Autobahnauffahrt halt auch einspurig. Und an Unterschied sehe ich hier nicht viel. Weil normalerweise ist es, du hast noch eine Spur extra. Sieht halt nur anders aus, mehr aber auch nicht. Und hat dafür eine Spur weniger. Ohoho, ist das nicht toll. Nein. Und ich kann nichts hinbauen. Was aber auch logisch ist. Super. Aber es kommen Autos von da. Das musste ganz einfach. Man muss es zugeben. Und hier muss ich zweispurig lassen. Also das, was ich bisher gebaut habe, ist eigentlich gar nicht so dämlich. Sieht halt anders aus, aber... So what? Ich brauche den Platz. Kannst du dich auf den Kopf stellen. Er braucht den Platz. So, den Leuten fehlen die Arbeiter. Den Leuten fehlen die Arbeiter. Und deswegen ziehen sie alle um. Aber was soll ich denn machen? Was soll ich machen außer Straßen bauen, U-Bahn-Netz, Zugnetz? Okay, Zugnetz habe ich nicht hingebaut. Da ist nur das hier ist ein für Güterzüge. Aber ansonsten, was stellen die sich denn bitte vor? Was soll ich denn machen? Die Leute müssen schon hingehen. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich hoffe, dass das sonst erst funktioniert, dass hier plötzlich dann die Busse auch entlang fahren. Ich hoffe es sehr. Puh. Jetzt weiß ich, wie es einem Bürgermeister wird. Dreckig. Ja, aber was willst du machen? Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht zaubern. Was stellen die sich denn vor? Klar ziehen die weg, wenn sie nicht genug Arbeit haben. Deswegen ja jetzt hier die Anbindung.
LKWs können da rein. Gut, Autos unter anderem können da raus, aber das ist mehr Jacke wie Hose. Überall türmt sich der Müll. Ah, da wird jetzt das Haus lokalisiert. Und dann auch gleich noch der nächste. Wieso, um Gottes Willen, kommen sie da nicht hin? Nee, also hier schon, hier nie, ja, da nein. Geht nicht. Geht nicht, hab so absolut ausgeschlossen. Wieso? Wieso? Na, geht doch. Also es hat damit nichts zu tun. Ah, okay. Die Straßen sind grün. Das bedeutet, da kommen sie hin. Es ist nur die Farbe der Häuser, bedeutet, wie viel Müll sich da ansammelt mittlerweile. Das bedeutet, hier haben wir ein kleineres Problem. Das war's. Also Müll ist eigentlich. Ich bleib halt leider bei eigentlich. Ganz gut. So wie es läuft. Bis auf die kleine Ausnahme da. Aber hey, Ausnahmen gibt's immer. So, hau ich dir noch die Häuser weg. Direktere Anbindung einfach. Da braucht man dann auch keine Ampeln. So, kann ich noch mehr Häuser hinstellen. Lalala, macht mich glücklich. Klingt alles Kohle, 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 Kohle. Wasser wieder die Frage. Nein, haben wir nicht. Zumindest nicht ausreichend. So. Das passt soweit. Sie ziehen mir in Hirscharen, ziehen sie mir da vorne. Aber ganz ehrlich, was stellen Sie sich vor? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht die Häuser direkt in die Industrie reinsetzen. Kein Platz mehr. Ja, ist toll. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Auslagern. Direkt noch eine Müllverbrennungsanlage hinsetzen. So Leute, ihr seid gefeuert. Direkt noch eine dritte hin. Scheiß drauf. Ist auch voll. Auslagern. Das sorgt jetzt natürlich ein wenig, ein ganz klein bisschen an Verkehrschaos. Wo ist das Problem, mit dem Auto hier rüber zu fahren? Ich sehe es nicht. Und mir schrumpft meine scheiß Einwohnerzahl. Gefällt mir nicht. Jeder zieht mir da aus.